Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich möchte jetzt gerne mal gucken, was in diesem Haus drin ist, ob wir eine Forge haben, eventuell. Ich glaube, zumindest ist da ein Bücherregal drin, dass wir mal gucken können. Und ich werde mir jetzt erstmal einen neuen Bogen machen, weil das Ding ist Schrott. Und ich habe mir gerade schon mal ein bisschen Gras gekloppt hier. Ich meine, eine Crossbow wäre mir noch lieber, aber die können wir noch nicht herstellen. Na, zumindest ist der schon mal lila und nicht ganz so schlecht. Okay, nee, dann brauchen wir noch ein bisschen Stein. Zwei Stück, aber das reicht hinten und vorne nicht. Hallo. Dann hauen wir uns nochmal ein Steinchen kaputt hier. Was sieht's mit Federn aus? 20 Stück, okay. Wenn ich jetzt noch 20 Steine habe, dann können wir uns mal 100 Pfeile machen. 17. Da kommen drei Stück noch. Ich mag gerade Zahlen hier. Ja, überall Zombies. Da seht ihr schon Vogelnester noch und nöcher hier. Okay, alle. Hier ist noch eins. Eine Feder. Na gut. Hier ist noch ein Steinchen. Da ist ein Rucksack. Und hätte ich ja fast übersehen. Habe ich schon Schuhe an? Habe ich. Und meine sind sogar besser. Dann auf Wiedersehen. Ich weiß, ich könnte das Eisen looten und da Scrap Iron draus machen, aber da habe ich jetzt gerade keine Zeit für. So. Gucken wir nochmal, ob der was kann. Ja, wenn ich treffe, bestimmt. Oh, muss ich da auch ein bisschen links halten, oder was? Kommt, Ladies, ja. Okay. Muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen hier. Na, komm her. Duct Tape. Ui, da kommt ein Dicker angelaufen. Na, zwei Pfeile. Drei Pfeile, na gut, das ist vertretbar. Jetzt muss ich aber trotzdem eben schnell welche herstellen. Arrows. 90 Stück sollte erstmal reichen. Und wenigstens sterben die jetzt mit einem Schuss. Na? Nein! Sag mal, was war denn das? Ist ja mir. Muss ich mir gleich nochmal angucken. Das sah ja geil aus. Als wäre mir der halb verendete Zombie hinterhergerannt hier. Oder der ist im Runterkulern noch transformiert. Upsa. Nein! Ist da eine Mülltonne? Nee. Treffer. Die Überbleibsel von Horde hier. Da haben wir richtig Sahne gehabt. Okay, Meister. Oh. Keine Pfeile. Aber jetzt. Noch nicht. Ach, gehen wir näher ran. Munitionsverschwendung sonst. Platsch. Ja, zuckt da noch ein bisschen. Oh nö. Kommen jetzt alle? Ah, scheiße. Entschuldigung, ich fluche aktuell sehr viel, aber. Wow! Einfach Pipsch, wo kommst du denn her? Die zu treffen ist immer Level 10. Weil diese Humpeltypen sind
echt ätzend. Muss ja mal genau warten und dann abdrücken. Hey, Dicker. Batsch. So, wo ist der Rest der Pfeile? Fertig. 77 mit dem im Bogen. 78. Nark. Naja, lauft mal alle weg. Oh, eine Krankenschwester. Krankenschwestern sind immer gut. Im Spiel so wie im wahren Leben. Nein. Oh. Ja. Ja. Kann man machen, muss man nicht. So, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Guck mal, ich bin sensed nur, die sehen einen wirklich schlechter. Ich meine, die können ja eigentlich gar nicht mehr gucken, weil sie ja dirt sind, aber... Na, komm, verreck. So, und jetzt du, Kreisläufer. Bisschen verwirrt, ey. Oh, schade. Ja, der will nicht. Dann krieg ich das mit dem Knüppel. Na? Das ist das Problem. Wenn man zu nah dran ist, dann... Knüppel könnte ich mir auch nochmal neu herstellen, weil ich kann jetzt bis 150 inzwischen, qualitätsmäßig, und das ist ja mal weit davon weg. Und machen wir das nochmal. Mit dem kann ich jetzt noch scrappen, genau, und dann baue ich mir noch einen neuen. Na bitte, geht doch. Au, verdammt, Schwester! Schwester, Schwester, für mich bist du die Sahnetorte und legst dich schön auf den Boden und noch ein paar Ecket, cool. Komm, usen wir das doch mal, da sind wir jetzt... War schon wieder eine Horde? Verdammt! Also, ich mache jetzt Harakiri hier. Ich renne einmal rein, gucke, ob da eine Forge drin ist. Wenn nicht, dann komme ich später nochmal wieder, weil es wird auch langsam wieder dunkel. Los, schnell. Mach auf. Aber ich glaube, hier ist keine Forge drin. Aber ein Schreibtisch. Nix, Schrott. Okay, da ist ein Safe hinter. Nee, 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 nee. Und tschüss. Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu viel da. Oh, diese blöden Sneaker-Typen. Jetzt bin ich fast vorhin drüber gelaufen. Wie Klapperschlangen. Kohle. Kohle findet ihr jetzt auch ab und zu oberirdisch, so wie hier. Das ist sehr, sehr gut. Wo ist denn meine Hütte? Da. Ach du Heiliger. Muss ich da einmal durch. Na gut. Noch ein bisschen Holz mit auf dem Weg. Trink einen Schluck. So. Und dann richten wir uns mal häuslich ein. Guck mal, die stehen hier alle rum. Boah, Milliarden Schritte. Ich will nicht sterben, wa? Los! Klatsch! Oh, kenne ich schon, aber ist Papier. Buschjäger. Immer schön in die Hocke gehen, dann macht ihr doppelten Schaden, wenn sie einen nicht sehen. Auch später so eine Horde kein Problem mehr. Ja, die machen wir so locker platt. Jetzt habe ich keinen Platz für die Dinger. Okay, dann mache ich noch mal ein paar Pfeile. Und schon mal unten die Steine weg. Und ich kann das Juckerzeug aufnehmen. Jawohl. Forgebook? Nee. Forgebook. Ich brauche noch ein Forgebook. Ganz dringend.
Schwarzpulver auch nicht. Halb acht. Ja, ich müsste mir noch irgendwie eine Tür bauen oben, eine neue. Jetzt habe ich immer schon mal ein bisschen was zu essen wieder. Und ich nehme noch mal ein bisschen Holz mit. Ja. Okay. Ah, da geht auch die Ausdauer hoch. Perfekt. Vielen, vielen Dank nochmal für den Tipp. Ich habe es irgendwie völlig vergessen. So, gucken wir nochmal unseren Bunker an. Suppe, schnell essen, los und weg. Oh. Nee, Bogen. Ich fände es cool, wenn man nachher noch so einen Kompositbogen finden könnte, so ein modernes Ding aus Fiberglas oder Carbon oder was die Dinger sind, keine Ahnung. Der dann so richtig rockt. Nee, nee, nee. Ihr könnt mich alle mal. Holz brauche ich. In der Wüste ist das nämlich echt schwierig mit Holz. Und diese kleinen Dinger können am wenigsten nicht töten. Okay, Steine. Nee, Steine habe ich erstmal. Obwohl, für ein Campfire brauche ich auch noch Steine. Gucken wir doch mal hier. Brauche ich gleich, um Kisten herzustellen. Mais brauche ich auch. Ich brauche das nicht. Und dann mache ich mir gleich noch so einen großen Stein kaputt vor der Hütte und baue mir dann ein Campfire draus. Dann kann ich schon ein bisschen was kochen. Ich glaube, einen Hasen habe ich. So, den Stein nicht in die Kakteen laufen. Ein Kumpel von mir, der stirbt immer sehr gerne an Kakteen. Der verliert dann sein Leben aus den Augen und dann so, oder seine Gesundheit. Dann sieht man nur wieder, wie jemand gestorben ist. Und in 80% der Fälle war es kein Zombie, sondern eine Kaktee. Ja, jetzt möchte ich die Iron Fragments aber auch noch mitnehmen. Puh, Splint können wir erstmal drauf verzichten. Das Bein ist wieder heil. So. Wir brauchen nämlich Eisen ohne Ende. Wir müssen Eisen horten, so viel wie es geht. Aber ich möchte ja mal auch mal irgendwann aus diesem Bunker raus natürlich, aber jetzt von Anfang ist das perfekt. Ich weiß noch nicht, wie das mit der Nachthorde ist, ob die da drin überleben werden, aber das ist immer besser als so eine Holzhütte irgendwo. Und hier ist Wasser. Cool. Gut zu wissen. Ja, ja, da tut sich jemand weh. Armes Mädchen. Parieren wir nochmal eben und die Axt auch direkt. Na gut. Da geht noch mehr. Holen wir so ein paar Steinchen. Und dann gucken wir uns nochmal ein bisschen den Bunker an. Da sind noch ein paar Schränke gewesen. Waffenschrank ist auch noch da. Ey, was will der Dicke da hinten? So, ich guck mal eben kurz. Der Bogen macht aktuell Entity Damage 0. Ja, super. Kein Schaden macht er. Machen die Pfeile denn? Steht da irgendwas? Auch 0. Ja, sauber. Ich mach keinen Schaden mit dem Ding. Das wollen wir doch mal sehen. Hm. Getroffen habe ich ihn schon mal. Na komm, stirb. Boah. Ja, da war ein Kopftreffer, der ist der Kopf nach hinten geschnackt. Und.
Hallo. Was war das? Und wieder dieser absolut fantastische Himmel. Ich glaube, das ist mal ein schöner. Ein schönes Thumbnail. Ach, das fliegende Haus ist das da hinten. Okay. Ja, mein Zaun ist kaputt. Ich glaube, auf Sand wächst nichts, ne? Außer eine Kaktee und Yucca. Das wäre natürlich total cool, wenn hier unten meine, hier drunter meine Base ist. Wenn ich mir das dann so ein bisschen zombie-sicher mache hier und hier drin Beete anpflanze. Ich mir hier schön. Nanu, wer bist denn du? Ich mir hier drin schön irgendwie Erde reinpacke und dann hier meinen Garten machen kann. Also Mais anpflanzen und so weiter und so fort. Fürs Erste. Guck mal, was das noch ist hier. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Na? Geht's noch kaputt heute? Aha. Okay. Mit nach R. Ventilationszeugs aus hier. Wie heißt das nochmal? Na, sag schnell, Belüftung. R Ventilationszeugs. Knochen. Knochen brauchen wir nicht. Ah, Reifen, genau. Vielleicht gibt's ja Minibike-Wheels. Nee. Schade. Schade. Noch mehr Reifen? Nee, aber ganz viel Müll noch. Hallo? Oh, diese Hitboxen sind manchmal echt doof. Ja, wie geil, Kaffee. Super. Und nix. Und ein bisschen Schrott noch. Und okay. Hatte ich den schon? Nee. Und Brass, 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 Brass. Und mehr Brass. Okidoki. Dann tun wir es so tun. Die Hütte ist schon gut kaputt hier. Ich baue mir da gleich noch zwei Türen rein. Und mache den Eingang hier ein bisschen größer. Na. Mein Bunker, wie schön. Das ist mal richtig cool. Also haltet nach diesem Gebäude Ausschau. Besonders am Anfang. Das kann dann natürlich auch für zwischendurch gut sein, wenn ihr größere Strecken zurücklegen müsst und dann so ein Ding findet. Da könnt ihr euch ja mal schön einbauen. Hier ist nochmal das Bild, wie das Ganze aussieht. Und schon wieder so eine Leiche hier. Oh, Munition, super. Kiste. Stoff, okay, den Tresor machen wir gleich auf. Da sind meistens immer nur Klamotten drin. Nö, das ist Hemd besser, dann mache ich daraus gleich Stoff. Ein Footballhelm. Nö, nö, da sind nur noch Klamotten drin in den Dingern hier, ne? Schon, ja gut. Und Hauptsache die Santa-Mütze ist dabei. Und ich wollte gerade schreien Jackpot, aber naja. Kann ich ja schon. Ne, Minenhelm habe ich auf. Okay, ich lasse das Zeug mal drin. Ich mache es nachher klein. Mache ich dann eben off-camera. Eben hier schnell die Kollegen raushauen. Und wie geil, wie geil, wie geil, wie geil. Jetzt habe ich alle Sachen zusammen. Kaffee, Mais, Blaubeeren, und Kartoffeln, die darf ich jetzt aber nicht verlieren. Super. Also mein Garten, meine Nahrungsversorgung ist dann schon mal soweit gesichert. Wasser habe ich auch. Ich brauche jetzt wirklich nur noch dringend das Fortspuck. Ganz, ganz dringend. Ich schmeiß mal alle Samen erstmal in den Kühlschrank rein. Zack, 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 zack.
Und ja, dann müssen wir mal wegen Essen gucken. Brauchen wir erstmal noch ein Campfire. Dann kann ich mir schon mit den Hasen gleich kochen. Ein paar Yuccas habe ich ja auch noch. So, stellen wir mal hier hin. Oh, das war noch untouched. Angeschaut hier. Gibt's ja nicht. Aha. Okay. Das wird wohl das andere Ende von dem Luftschacht sein. Kann ich mir dann so eine Art Notausgang bauen vielleicht. Leiter hoch und dann, wenn das hoch genug ist, kann ich da durchrennen. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So, Töpfchen. Komm mal her. Also. Nee. Ich wollte nicht den Topf kochen. Dann repariere ich das Ding nochmal eben und dann gucken wir nochmal, was in dem Waffenschrank drin ist. Vielleicht haben wir da noch was Schönes. Dann müsste ich mal am besten den großen Born and Noble finden. Das wäre total geil. Damit ich mir ja eine Forge bauen kann und dann mal in eine Mine gehen kann und mir ein bisschen Eisen holen kann und das andere Zeug, was ich brauche. Einigermaßen guten Unterschlupf haben wir jetzt. Und es wird auch gleich Nacht. Ich sollte mir vielleicht erstmal eine Tür machen. Na komm, ich guck jetzt mal eben schnell rein hier. Kann ja nicht allzu lange dauern. Noch knappe 3 Minuten, 3,5 Minuten Aufnahmezeit und dann in der Zeit sollten wir das Ding aufhaben. Vielleicht ist ja schon mal eine Shotgun drin, eine komplett zusammengebaute mit Munition. Das wäre natürlich super. Also bis jetzt gefällt mir dieser Seed sehr, sehr gut. Ich glaube, er heißt die Verdammten und... Scheiße. Scheiße, Entschuldigung, aber... Da oben ist eine Horde. Ich höre viele, viele, viele. Viele, viele, viele Dings. Nicht Smarties, sondern... Geht nicht. Was hab ich denn was zum Aufwerten? Nee, ich... Ah, verdammt. Selbst... Ah, oh, nein. Okay, noch eine Tür schnell bauen. Vielleicht hören die mich ja nicht. Geht weg! Haut ab! Ach, genau, geht nicht, weil hier noch ein Türrahmen ist. Ja, jetzt hören sie es natürlich. Und Nacht. Ach du Heiliger. Ich hasse dieses Geräusch. Irgendwas. Natürlich nicht, aber ich habe. Wo war denn die Pistolenmunition drin? War die nicht hier? Die war drüben, ne? Oh nee, ich glaube, die war in einem anderen. Nee, na, nein! Das ist echt leiser. Unglaublich. Danke für den Tipp. Herr Baron. Was hört sich an, als wenn sie weitergezogen wären? Ich auch schon Klo, das lasse ich mal stehen, aus optischen Gründen einfach nur. Wo hatte ich denn? Irgendwo habe ich doch Pistolenmunition gehabt. Ich glaube, das war nicht hier drin, ne? Das war irgendwo anders. Und ich, Depp, habe sie nicht mitgenommen. Verdammt! Schade. Mit E. Gut, meine Lieben, wir sind damit am Ende dieser Folge angelangt. Und während die Kollegen Zombies da oben alles kaputt kloppen, oder auch nicht, jetzt ist wieder Ruhe, verabschiede ich mich hiermit und sage bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls das so ist oder gewesen sein sollte, dann lasst mir doch ein Abo da, einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Ich freue mich über alles und ja, ich sag mal bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.